Herzlich willkommen, mein Name ist Jonas und in diesem Video zeige ich euch das Grundrezept für unzählige Drinks. Und zwar beziehen wir uns heute auf die Drinkkategorie Sour. Ein Sour besteht immer aus dem Charakterpart, also der Spirituose, die wir benutzen. Falls ich mal von Charakter spreche, meine ich damit die Spirituose, dann einer Säurequelle und der Süßequelle. Abgesehen davon, dass die Kategorie Sour an sich schon ein unglaublich großes Gebiet ist, wo man kreativ werden kann, das ist auch die Grundlage für super viele Tiki-Drinks, aber da wollen wir heute nicht drüber sprechen. Ich habe ja gerade von der Süßequelle gesprochen. Dafür benutzen wir klassischerweise den Zuckersirup. Den kann man aber auch wunderbar zu Hause selber machen. Und zwar benötigen wir dafür eine Herdplatte, einen Kochtopf und eine Tasse oder ein Glas. Die machen wir voll mit Zucker, geben das in den Kochtopf und dann nochmal dieselbe Menge an Wasser drauf, lassen das kurz aufkochen, kippen das am besten mit Hilfe eines Trichters, damit auch alles in der Flasche landet, in eine Glasflasche oder in das Objekt der Begierde ein, lassen das kurz abkühlen und fertig ist der Zuckersirup. Dasselbe kann man natürlich auch mit einem Honigsirup zum Beispiel machen. Da kann man unglaublich kreativ werden. Honigsirup würde man zum Beispiel mit 100 Milliliter Honig machen und dann die doppelte Menge an Wasser drauf, wartet, bis sich der Honig auflöst und fertig. Am besten erhitzt man das dann ein bisschen, dann geht es ein bisschen schneller. So, unsere Süßequelle haben wir jetzt abgesprochen. Jetzt kommen wir zur Säurequelle. Und zwar benutzen wir dafür klassischerweise Zitronensaft, den wir vorpressen, weil frisch gepresster Zitronensaft immer am besten ist. Man kann alternativ auch Limettensaft benutzen oder entsaftete Jungäpfel, die sind auch sehr sauer, das funktioniert auch. Da muss man sich nur beim Drinkrezept dann ein bisschen austarieren, wann man die beste Säuerung erreicht. So, aber um den selber zu pressen, gibt es natürlich noch unglaublich viele Alternativen. Zum Beispiel hier so eine Zitronen-Limettenpresse. Ich habe jetzt hier eine Limette drin. Falls ihr sowas benutzt, die Schnittfläche kommt immer nach unten rein. Wenn man es andersrum macht, kriegt man alles ins Gesicht. Wollen wir nicht, tut weh. So, dann presst man es aus und fertig. Oder man nimmt eine solche Handpresse oder so eine Handpresse und presst so seinen Saft aus oder einen Entsafter. Da gibt es super viele Möglichkeiten, die man dafür benutzen kann. So, jetzt haben wir unsere Säurequelle auch besprochen. Jetzt kommen wir zum Charakterpart. Da ist grundsätzlich alles möglich, sei es der Whisky Sour, der Rum Sour, der Gin Sour, der Tequila Sour, der Wodka Sour oder ein Sour mit Likören funktioniert auch super, zum Beispiel mit einem Drambuie, ein Honig-Whisky-Likör. Da muss man nur aufpassen, dass man mit dem Zucker ein bisschen runtergeht, weil das sonst ein bisschen sehr süß wird, da der Likör ja schon genug Zucker mitbringt. So, wir beziehen uns heute aber nur auf den Gin Sour, weil das Video sonst einfach viel zu lang werden würde. Und fangen einfach mal mit der Rezeptur an. Wir benutzen einen Gin, ich nehme jetzt hier Tanqueray. Benutzt den Gin, der euch am liebsten ist oder den ihr gerade zu Hause habt, werdet kreativ. Oder benutzt eine andere Spirituose, funktioniert auch gut. Davon benutzen wir 5 cl, also bei jedem Sour-Rezept benutzen wir 5 cl Spirituose. Man kann es natürlich auch variieren, wenn man es ein bisschen säuerlicher haben will oder süßer oder ein bisschen kräftiger. 5 cl der Spirituose, 3 cl von unserem frisch gepressten Zitronensaft. Was ich noch dazu sagen muss, es gibt auch so Zitronensaftflaschen, die man fertig kaufen kann. Benutzt niemals, bitte niemals diese kleinen Zitronenfläschchen, diese gelben kleinen Zitronenfläschchen. Das ist hochkonzentriert, das funktioniert überhaupt nicht, schmeckt nicht. Sonst könnt ihr auch noch diese fertigen Säfte kaufen aus Zitronensaft, aus Zitronensaftkonzentrat, das funktioniert auch gut. Hält sich auch eine Weile im Kühlschrank, genau wie frischer Zitronensaft funktioniert. Probiert euch aus. Dann kommt unser Zuckersirup drauf, davon nehmen wir 2 cl. So, geben das auch in den Shaker. Jetzt brauchen wir Eis. Ihr könnt den ganzen Drink auch rühren, wenn ihr es einfach mal zu Hause einfach ausprobieren wollt. Funktioniert auch, da müsst ihr nur ein bisschen gründlicher rühren, weil sich der Zucker nicht so leicht löst. Geben Eis in unseren Shaker, verschließen das Ganze und shaken. So. Riecht schon mal lecker.
So, ich benutze jetzt ein Feinsieb. Müsst ihr zu Hause nicht. Ich mag nur die kleinen Eispartikel nicht so gerne im Drink. Stellen das Ganze weg und füllen Eis in unser Glas. Fertig ist der Gin Sour. Das Ganze könnte man jetzt noch mit einer Zitronenzeste garnieren. Ich bevorzuge immer, wenn man eine Garnierung macht, benutzt das, was schon im Drink drin ist. Man könnte jetzt auch eine Wacholderbeere drauflegen, weil im Gin Wacholder destilliert wird. Da kann man sich austoben. Mit den ätherischen Öle von einer Zitronenzeste macht sich das Ganze aber extrem gut. So, jetzt haben wir den klassischen Gin Sour gemacht. Was kann man jetzt noch als Alternative dazu machen? Und eine ganz einfache Möglichkeit ist, wenn man... Ich habe jetzt hier 5 frische Brombeeren schon mal vorbereitet. Die kommen in den Shaker. Das Ganze könnte man jetzt auch anmandeln, aber beim Shaken mit unserem Shaker zerdrückt man die schon genug. Und dann kommt jetzt wieder das ganz klassische Rezept von dem Gin Sour. Wenn man genug Gin hätte, wäre das natürlich auch profitabel. Aber ich habe hier noch eine Flasche vorbereitet. So. Dann brauchen wir wieder 3 Zl von unserem Zitronensaft. Und vielleicht ein bisschen weniger, weil die Brombeeren auch ein bisschen Süße mitbringen. Ich mache jetzt hier mal so 1,8 Zl. Deswegen, falls ihr das erste Video gesehen habt, so eine Skala beim Jigger macht sich sehr gut. So, wieder Eis drauf und kräftig schütteln. Deckel drauf. Das riecht schon mal schön am Brombeeren. So, hier sollte man jetzt so einen Feinstrainer benutzen. Wird jetzt zwar eine Weile dauern, bis das Ganze rausläuft, da die Beeren das Ganze ein bisschen verstopfen. So. Wieder Eis drauf. Und fertig ist unser Bramble. Gerade im Sommer macht sich beim Gin Sour immer noch ein bisschen Sodawasser drauf, ganz gut. Weil es ein bisschen frischer ist. Und das Ganze nennt sich dann Gin Fizz. Kann man auch mit dem normalen Gin Sour noch machen. Und schon haben wir aus dem Gin Sour 3 Alternativen gezaubert. Den Gin Fizz, den Bramble und einen Bramble Gin Fizz. Da kann man komplett kreativ werden. Im nächsten Video zeige ich euch nochmal einen Gin Basil Smash. Man kann Rosmarin mit benutzen oder Ingwer und Orange. Tobt euch aus, werdet kreativ. So, aber wenn man das Ganze jetzt noch dekorieren will, dafür kann man wunderbar so eine Bastelschere benutzen, um die Zitronenzeste ein bisschen zu verhübschen, die ich vorhin schon erwähnte. Zitronenzesten machen sich super für einen Gin Sour, sowohl als auch für einen Gin Fizz. Einmal die ätherischen Öle über dem Drink ausdrücken und dann als Garnierung mit reinlegen. Und natürlich für unseren Bramble, was würde da besser passen als eine Brombeere. Sieht so nicht nur hübsch aus, sondern schmeckt auch super. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir konnten euch einen kleinen Einblick in die Welt der Sours geben und euch mal zeigen, wie viele unterschiedliche Drinks man so kreieren kann mit nur Veränderungen weniger Zutaten. Im nächsten Video, wie gesagt, besprechen wir nochmal den Gin Basil Smash als Beispiel.
Und tobt euch aus, werdet kreativ, denkt euch eure eigenen Drinkrezepte aus, schickt uns die gerne, vielleicht stelle ich sie hier auch nochmal vor oder teilt Fotos davon, wie kreativ ihr gearbeitet habt, welche tollen Drinks ihr euch einfallen lassen habt. Verlinkt uns gerne darauf, wir antworten super gerne und geben auch nochmal Tipps dazu. Wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, mache ich auch sehr gerne. Und bleibt kreativ, denkt euch eure eigenen Rezepte aus und lasst es euch schmecken.